Beim Betreten der Kirche fällt eine Arbeitsbühne unter der Decke des Gotteshauses auf. Diese Holzreste lassen erahnen, warum saniert werden musste. Sie sehen hier das Gebälk des Glockenturms. Er wurde zuerst saniert, damit die Glocken wieder läuten konnten. In diesem Häuschen befindet sich das Uhrwerk. An der Stelle des Daches musste besonders viel saniert werden. Wurden nur Teile eines Balkens erneuert, so hat man die verbleibenden Stücke ineinander verzahnt und durch Bolzen fest verschraubt. Wo man an kritischen Stellen nichts austauschen konnte, hat man den maroden Balken von beiden Seiten verstärkt. Hier waren keine Schäden, so beließ man den Boden im Originalzustand. An den anderen Stellen füllte man die Zwischenräume an den Balken mit Holzstückchen oder Brettern aus. Bis zur Oberkante Balken wird später eine spezielle Lehmschicht aufgetragen. Hier wird gerade eine Konstruktion installiert, die Balken zusammenziehen soll. Hier ist noch Sanierungsbedarf. Und schon wird ein Balken zugeschnitten. Und eingepasst. In der Höhe muss noch etwas abgenommen werden. Auf der gegenüberliegenden Seite des maroden Balkens wird später auch noch ein neuer Balken eingepasst. Wir befinden uns jetzt auf der im Kirchenschiff zu sehenden Arbeitsbühne und unter dem aufgeschlagenen Putz aus dem 19. Jahrhundert kommt die Originaldecke in blauer Farbe zum Vorschein. An dieser Stelle unter der Arbeitsbühne befindet sich die Empore im hinteren Teil des Kirchenschiffs. Alt und neu werden mit langen Bolzen fest zusammengeschraubt. Diese Aufnahmen wurden im Bereich des Glockenturms gemacht.
Unter diesem Gebälk befindet sich der Altarraum. Zum Abschluss des Tages eine Baustellenbesprechung.